Blockchains sind privat und anonym. Doch ist das wirklich der Fall? Nun, nicht unbedingt. Blockchains haben den Ruf, anonyme Zahlungsnetzwerke zu sein. Aber da eine Blockchain ein Public Ledger ist, sind die Transaktionsdaten öffentlich. Wenn ein User Geld auf der Blockchain transferiert, kann jeder die Summe, die Kontonummern aller Beteiligten und einige Metadaten einsehen. Natürlich werden die Transaktionen durch eine Wallet-Adresse verschleiert. Aber wenn es zum Beispiel einer Bank oder der Regierung gelingt, die Wallet-Adresse mit einer Identität einer Person in Verbindung zu bringen, dann haben sie Zugang zu deren gesamten Transaktionshistorie. Hier kommt das Secret Network ins Spiel. Eine Layer 1 Blockchain, die den Nutzern Privatsphäre bietet, indem sie die Transaktionsdaten mit einer zusätzlichen Verschlüsselung verbirgt. Warum ist Privatsphäre wichtig? Die meisten Menschen teilen ihre Finanzen nur dann, wenn es absolut notwendig ist. Zum Beispiel mit einem Buchhalter oder dem Ehepartner. Stell dir nun vor, dein gesamter finanzieller Werdegang, also jede Transaktion, die du je getätigt hast und wie viel Geld du insgesamt besitzt, wäre öffentlich einsehbar. Das ist wohl kaum die Realität, in der man leben möchte. Auf der Blockchain Geld zu transferieren, ist jedoch nicht allzu weit von diesem hypothetischen Szenario entfernt. Es gibt nicht umsonst das Zitat von Edward Snowden: Sich nicht um die Privatsphäre zu kümmern, weil man nichts zu verbergen hat, ist wie sich nicht um die Meinungsfreiheit zu kümmern, weil man nichts zu sagen hat. Datenschutz ist in DeFi besonders wichtig. Nicht nur damit die Nutzer die Kontrolle über ihre Finanzdaten behalten, sondern auch um Aktionen wie Frontrunning zu verhindern. Es soll also verhindert werden, dass Trader über Insiderwissen verfügen, bevor wichtige Informationen an die Öffentlichkeit gelangen. Die Blockchain ist weniger anonym, als du denkst. Alle Blockchains sind transparent. Sie sind Public Ledgers und in diesen ist jede einzelne Transaktion gespeichert. Viele nehmen an, dass Blockchains privat sind, weil man beim Handel die echte Identität nicht verwendet. In Wirklichkeit aber bleiben die Adressen nur selten völlig anonym, da die Nutzer bei der Eröffnung eines Kontos in der Regel ihre wahre Identität preisgeben müssen. Dies macht es möglich, die finanziellen Aktivitäten einer Person zurückzuverfolgen. Wie funktioniert das Secret Network? Als Layer 1 Blockchain funktioniert das Secret Network ähnlich wie Ethereum, wo Entwickler Web3-Projekte und D-Apps innerhalb eines dezentralen Systems ohne Zustimmung erstellen können. Bei Secret Network verfügen die auf der Blockchain gespeicherten Informationen über eine zusätzliche Ebene des Datenschutzes. Die Nutzer können diese mit ihren persönlichen Schlüsseln freigeben, falls sie dies wollen, anstatt sie standardmäßig offen zu legen. Auf diese Weise können die Nutzer ihre Informationen bei Bedarf bestimmten Dritten, beispielsweise einer Wirtschaftsprüfung, zugänglich machen. Wie unterscheidet sich das Secret Network von Privacy Coins und anderen Lösungen? Das Secret Network ist nicht das einzige Projekt, das sich mit dem Thema Datenschutz auf der Blockchain befasst. Auch Privacy Coins wie Zcash und Monero verbergen Transaktionsinformationen vor der Öffentlichkeit. Wird ein Privacy Coin verwendet, haben die Teilnehmer der Transaktion Zugang zu den Daten, aber sie sind nicht auf dem Public Ledger verfügbar. Privacy Coins unterscheiden sich jedoch in einem wichtigen Punkt vom Secret Network. Sie bieten zwar Privatsphäre, beschränken sich aber auf die Privatsphäre von Kryptotransaktionen. Im Secret Network können die Menschen viel mehr tun, als nur Kryptos kaufen. Es gibt bereits NFT-Marktplätze, dezentrale Exchanges und einige Spiele, die in einer Privacy-Version im Secret Network verfügbar sind. In naher Zukunft können wir eventuell erwarten, dass viele bestehende D-Apps auf Secret Network in einer Privacy-Version erscheinen werden. Es hilft, dass das Secret Network eine Blockchain ist, die auf Cosmos aufgebaut ist, genau wie einige der größten DeFi-Player, einschließlich Binance. Dies macht es einfacher und zugänglicher für Entwickler. Neben den Privacy Coins gibt es weitere Projekte, die sich mit dem Thema Privatsphäre auf der Blockchain befassen. Automata zum Beispiel ist eine Off-Chain-Lösung, die auf Ethereum aufbaut und es den Teilnehmern ermöglicht, abzustimmen, ohne ihre Identität preiszugeben. Oder Polkadot, ein Layer-Zero-Network, das Plattformen der Layer 1 ermöglicht, im selben Netzwerk mit Datenschutzfunktionen zu arbeiten. Und Fala, ein auf Datenschutz ausgerichtetes dezentrales Cloud-Computing-Protokoll.
Während andere Projekte die Frage des Datenschutzes auf der Blockchain auf unterschiedliche Weise in Angriff nehmen, ist das Secret Network die einzige Blockchain, die standardmäßig privat ist. Secret Network und die Zukunft des Finanzwesens. Mechanismen zur Wahrung der Privatsphäre von Finanzdaten sind notwendig. Mit dem schnellen Wachstum von DeFi werden Datenschutz und Sicherheit noch wichtiger werden. Aber mehr Datenschutz könnte das Risiko einer geringeren Dezentralisierung bergen. Es ist noch zu früh, um zu sagen, ob die Blockchain-Technologie in der Lage sein wird, den Nutzern die dringend benötigte Privatsphäre zu bieten und gleichzeitig ihren transparenten Charakter beibehalten kann. Glaubst du, dass Blockchains wie das Secret Network die Zukunft sind? Lass uns doch einen Kommentar mit deiner Meinung da. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.